Um abzunehmen, brauchst du keinen Sport. Ich weiß, es hört sich falsch an, aber bitte lass es mich einmal kurz erklären. Wenn du einen stressigen Alltag hast, dann hast du höchstwahrscheinlich keine Zeit für Sport und denkst dir deshalb, ohne Sport kann ich doch aber auch eigentlich nicht abnehmen. Klar empfehle ich jedem, der abnehmen will, Sport zu machen, aber es ist halt einfach nicht notwendig. Wenn du einfach zu viel zu tun hast und einfach keine Zeit hast, zum Sport zu gehen, dann gibt es trotzdem einen Weg, wie du abnehmen kannst. Eigentlich sollte das mittlerweile jedem klar sein, aber ich merke immer wieder, dass es trotzdem noch Leute gibt, die es immer noch nicht verstanden haben. Denn tatsächlich kommt es nur auf deine Kalorienbilanz an und das bedeutet, wenn du mehr verbrennst, als du zu dir nimmst, dann nimmst du ab. Aber wie kannst du das in deinem stressigen Alltag erreichen? Ganz einfach, du musst bessere Gewohnheiten in deinem stressigen Alltag etablieren. Hier sind drei simple Beispiele. Erstens, nimm immer die Treppe, niemals den Aufzug oder die Rolltreppe. Trinke vor jeder Mahlzeit mindestens 500 Milliliter Wasser, denn so hast du einfach weniger Hunger. Drittens, arbeite im Stehen statt im Sitzen. So verbrennst du ca. 40 Kalorien mehr pro Stunde.